Ich habe auf Probe gefahren. Hat dieses Mal besser geklappt als letztes Mal. Guten Morgen. Ich bin jetzt alleine unterwegs. Es ist schon kurz vor 9. Aber ich bin schon seit 5:30 wach. Ich weiß nicht, man passt irgendwie seinen Tagesrhythmus so dem Licht an. Und die Sonne geht halt irgendwie um 5:30 auf und geht dann um 7:30 ungefähr unter. Früher eher so um 7 geht die unter und irgendwie ist man dann auch komplett müde, wenn man den ganzen Tag halt rumläuft. Ist es schon echt anstrengend. Jedenfalls gehe ich jetzt gerade nach South Brisbane. Mir wurde ja gesagt, dass man nicht Brisbane sagt, sondern Brisbane. Um da ein Auto anzuschauen, vom Hostel aus ungefähr eine halbe Stunde Fußweg. Ich muss mir jetzt mal die Route dann noch genau berechnen lassen, dass ich auch den kürzesten Weg auf jeden Fall gehe. Aber da bin ich jetzt erstmal noch in Zeit unterwegs und kann ich mir auch mal die Gegend ein bisschen anschauen. Die kenne ich ja noch nicht so. Jetzt bin ich auch gleich da und es war jetzt doch relativ anstrengend. Die Sonne brennt nämlich mega runter. Ich habe auch nichts zum Trinken dabei, wieder super mitgedacht. Und es geht auch die ganze Zeit bergauf und bergab und hin und her und ja, aber ich bin gleich da. Mal schauen, was das Auto so für mich bereithält. Ja, also der Van war dieses Mal eben ein Van, kein 4-Wheel-Drive. Hat auch echt gut ausgeschaut. Ich habe auf Probe gefahren. Hat dieses Mal besser geklappt als letztes Mal. Hat auch mega viele Sachen dabei. Hat auch einen guten Eindruck gemacht. Wir müssen halt nur mal entscheiden, ob wir jetzt einen Van oder einen 4-Wheel-Drive wollen. Beides hat halt natürlich Vorteile und auch Nachteile. Ja, muss jetzt mal mit Sophie dann daheim reden. Und schauen wir mal. Jetzt auch mit Sophie unterwegs. Morgen. War schon lange Schläfer. Nur weil du um 5:30 aufstehst. Ja, kann ja nichts dafür. Wir gehen jetzt gerade mal wieder zum Kohl's, ein bisschen einkaufen, das Mittagessen. Ja, wie jeden Tag ungefähr zu Kohl's. Wir müssen nicht später nochmal hin Steaks kaufen, weil wir haben heute Abend grillen wir Barbecue, an so einer Barbecue. Genau, Barbecue an so öffentlichen Grillstationen, die es gibt. Also kein richtiges Barbecue, aber halt so. Wir machen Nudelsalat. Genau. Einfach ein bisschen Fleisch und Kartoffeln, so Röstkartoffeln machen wir. Wird, glaube ich, ganz cool. Nachdem wir jetzt versetzt wurden von unserem Menschen, der uns vielleicht ein Auto verkaufen wollte, was aber hier eigentlich nicht so gut war, sind wir jetzt wieder im Zimmer und Sophie probiert das Tim Tam. Du hast wieder gekrümmelt. Was sagt Sophie? Lecker. Jetzt waren wir gerade noch eine Stunde, irgendwie sowas in der Library, ein bisschen da die Zeit verbracht. Und wir haben noch den Lebenslauf mehr oder weniger fertig erstellt. Ich bin noch nicht ganz fertig, Sophie ist schon fertig. Für die ganzen Bewerbungen. Wir haben jetzt auch schon ein Angebot als Fruit Picker nächste Woche in der Nähe von Brisbane. Entschuldigung. haben wir irgendwie $4 ungefähr pro Kilo. Müssen wir mal schauen, ob wir das machen, aber hört sich eigentlich ganz gut an. Kriegen wir auch, also die sagen, man kriegt so ungefähr 40 Kilo, also maximal 40 Kilo am Tag raus. Was ja dann doch eigentlich $200 ungefähr am Tag wären. Ist eigentlich ganz ein gutes Angebot. Aber ja, wir müssen dann mal schauen, ob wir das machen. Vielleicht hören wir noch irgendwie Erfahrungen von sowas, wie viel man da pflückt, weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob man das auch schafft. Am Tag halt seine 40 Kilo, 30, 40 Kilo. Aber vielleicht machen wir es auch einfach, dass wir ein bisschen was verdienen und ja, sehen wir dann. Nächste Woche mehr oder weniger. Wir müssen halt bis dahin unser Auto gekauft haben, was ein bisschen kritisch werden könnte. Und weil unser das Geld ist, haben. Und ja, eben, das ist damit verbunden. Unser Geld auch bis dahin haben, weil man braucht eben ein Auto, um dahin zu kommen. Ich hoffe, dass es klappt. Wir haben ja heute eine Besichtigung nicht gehabt, aber Montag haben wir dann die nächste. Wäre ganz cool, wenn es klappt, weil das Auto ist ganz cool. Das kostet 4.500 auf Verhandlungsbasis und ist ein 4-Wheel-Drive. Noch irgendwas, ist Automatik, hat Aircondition, schaut gut aus, hat wenig Kilometer, irgendwie nur 220.000 oder so. Wäre ziemlich cool, wenn das klappen würde. Aber ja, muss mal sehen. Möchtest du auch noch was sagen? Nein. Grüße deine Familie. Hallo Mama. Ja, und wir gehen jetzt hier in der Abendsonne
Richtung Telstra, weil die Sophie muss noch kurz was fragen wegen ihrem Internettarif, ob das so klappt, wie man das verstanden hat oder ist, ob es anders ist. Mal wieder in die City rein und dann gehen wir auch schon zurück. Wir treffen uns um 5:30 beim Kohl's. Wir sind jetzt hier im Kohl's und kaufen uns gerade Fleisch. Und ich glaube, ich nehme hier das T-Bone. Das ist nämlich im Quick-Sale. Das gibt es hier öfters, wo dann einfach die Sachen kurz bevor sie eben abgelaufen sind, noch ganz billig rausgehauen werden. Und hier gibt es T-Bone, 600-700 Gramm für 13 Dollar. Ja, es ist doch irgendwie so geschnetzeltes geworden, war doch billiger, obwohl der Deal echt geil war. Ich habe jetzt noch schnell hier Sprühmittel geholt in so eine Box und da habe ich dann festgestellt, dass ich, wie es schon gesagt wurde, in Australien einfach gerundet wird beim Bezahlen. Also ich hätte irgendwie 3,99 bezahlt, wurde mir halt keinen Cent zurückgegeben. War nicht schlecht.